Grüße aus dem Wald. Wir wollen heute mit einfachen Mitteln zusammen draußen etwas kochen. Und zwar eine Tomaten-Zwiebelsoße, Pfannenbrot und Nürnberger Rostbratwürstchen als kleines Mahl zusammen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich habe mir einen meiner Lieblingsplätze im Wald ausgesucht, um dort zu chillen. Mein Hund ist auch mit dabei. Ich habe mir einen Wetterschutz, einen Tarp mitgebracht, um mich gegen Regen zu schützen. Wäre das aber erstmal nicht auch spannend, weil heute ist es den ganzen Tag trocken und dann braucht man es auch eher nicht. Deshalb gehen wir jetzt mal entspannt ans Kochen zusammen. Ich habe es mir jetzt hier auf meinem kleinen Sitzplatz gemütlich gemacht, um entspannt zu kochen. Zwei Sachen vorweg. Wenn ihr eine Motorsäge im Hintergrund hört, dann liegt das nicht an mir und ich kann auch nichts dagegen tun, weil der Förster beschneidet hier gerade die Wege, damit bei Sturm nichts auf die Leute herabfällt. Und auf diesem Kanal gab es längere keine Videos mehr. Das hat seine Gründe, die ich euch aber in einem extra Video, das zur gleichen Zeit rauskommt, erklären will. So. Jetzt gehen wir aber direkt ans Kochen und ich zeige euch mal die Zutaten. So, was haben wir hier Feines? Wir haben erstmal das grundlegende Kochset. Wir machen es uns heute ein bisschen einfach. Wir nehmen entspannt Gas. Das ist auch bei niedrigen Temperaturen gut zu gebrauchen. Und dann hier so einen kleinen Aufsatzbrenner. Als Kochgeschirr nehmen wir einen Topf. Und wir benutzen den Deckel des Topfes als kleine Pfanne. Die Sattmacher-Basis von unserem Essen. Als kleine Basis für unser Essen haben wir hier einen vorbereiteten Teig von zu Hause. Den habe ich gestern Abend angesetzt. Den werden wir uns in der Pfanne in kleine Fladen braten. Als Fleischbeilage gibt es Nürnberger Rostbratwürstchen. Die fertigen, die kann ich hier draußen nicht einfach so selber machen. Das Ganze richten wir auf einem kleinen Teller später an. Etwas Tomatenmark für die Soße, Öl, ein Gewürzspender mit verschiedenen Gewürzen, gut für draußen, und eine Zwiebel. Natürlich brauchen wir noch für die Soße ein bisschen Wasser. Und das habe ich in dieser Nagene-Flasche einfach mit dabei. Ein bisschen was hat der Hund schon bekommen, ein bisschen was ich, und den Rest benutzen wir jetzt für die Soße. So, dann wollen wir mal anfangen zu kochen. Wie machen wir das am besten? Weil wir haben keine drei Gefäße und keine drei Feuerstellen sozusagen. Das heißt, wir müssen in einer bestimmten Reihenfolge das machen. Und ich glaube, es macht am meisten Sinn, das Brot zuerst zu machen. Ja. Denn das ist nicht so schlimm, wenn das ein bisschen lauwarm wieder geworden ist, nachdem man es angebraten hat. Wir brauchen auf jeden Fall eine ordentliche Menge Öl, damit der Brotteig nicht einfach so anbappt. Na, hier ist noch Tannennadelbeilage. So, weg mit dir. So, und dann machen wir mal das Feuer an, hoffen das Beste. Ich würde sagen, wir machen eher so kleine Fladen, oder? Machen wir erstmal. Wir probieren erstmal einen kleinen Fladen aus. Wie der so wird. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht den ganzen Teig. So, erstmal rollen die Kugel. Schön platt drücken. Es knuspert auf jeden Fall sehr schnell. Das ist natürlich der Vorteil so ein bisschen an Gas. Dafür ist es aber auch ungemein laut. So, machen wir noch einen vierten. Ich denke, das sollte reichen. Okay, kriegen schon mal eine richtig schöne Farbe. Dann würde ich sagen, lassen wir unsere kleinen Pfannenbrötchen noch erstmal ein bisschen durchziehen und schauen mal, was passiert. Währenddessen können wir aber natürlich schon die Tomatensoße ein bisschen vorbereiten, ne? Würde ich mal sagen. Das heißt, wir nehmen uns etwa 1,5 Esslöffel Tomatenmark und tun das in den Topf. Und dann schneiden wir uns eine Zwiebel. Oh, guck dir das an. Sieht nicht schlecht aus, ne? Ich sag mal so, ne? So halb frittiert schmeckt sowieso eigentlich alles. So, dann schneiden wir uns mal entspannt die Zwiebel.
glaube, ich brauche gar nicht so viel Zwiebel tatsächlich. Hm. Passt schon. Machen wir so. Halbe Zwiebel reicht. Halbe kleine Zwiebel vor allen Dingen. So, dann kommt in unsere Tomatensoße natürlich ein bisschen Wasser, weil man braucht ja eine Basis. Ich würde sagen, dann würzen wir das Ganze jetzt natürlich. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Salz. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall Paprika, würde ich sagen. So, ich hoffe, jetzt sind gleich mal die Brötchen fertig. Damit wir sozusagen die Soße machen können. Ein bisschen experimentieren macht beim Kochen doch nochmal besonders Spaß. Wäre doch langweilig, wenn man gleich von Anfang an alles perfekt könnte. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis die Brötchen fertig sind und schauen dann mal, ob das überhaupt so funktioniert, weil die sind jetzt natürlich sehr dick, ne? Normalerweise würde man ja so dünne Fladen machen, damit die relativ schnell durch sind. Ich wollte sie jetzt aber so als kleine Snackbrötchen irgendwie haben, deshalb habe ich sie dicker gemacht. Mal sehen, ob das so funktioniert. Die Soße ist vorbereitet und bei den Würstchen müssen wir nicht mehr groß was machen, weil die sind natürlich von Natur aus gewürzt. Das heißt, wir müssen jetzt, sobald die Brötchen fertig sind, die Soße aufkochen und dann nochmal schnell die Würstchen anbraten und dann sollten wir relativ schnell fertig sein. So, das heißt, wir lassen jetzt die Brötchen mal ein bisschen ruhen, aber vorher schauen wir uns die natürlich nochmal an und machen erstmal das Feuer aus. Das nervt ja nur und ist ja Verschwendung. So sehen die jetzt aus. Einfach so kleine Brötchen vorbereitet mit ein bisschen Waldbeilage. Ne? Ich kann, warte, ich möchte mal sofort probieren. Mhm. Ja. Frittiert schmeckt einfach alles gut. Das ist schon Premium. Oh. Oh ja. Oh, nicht gleich alles auf einmal. So, dann machen wir jetzt die Soße. Wo ich sagen muss, ich glaube, man könnte es auch einfach gut ohne Soße essen, ganz ehrlich. Ja, also man könnte es auch einfach komplett ohne Soße essen. Das bringt natürlich nochmal ein bisschen so einen kleinen Zwischengeschmack mit rein. Das heißt, da könnt ihr euch natürlich absolut selber für entscheiden. Aber so einfach pfannenfrittiertes Brot und dazu eine Wurst oder ein Steak oder so, das ist schon geil. Ja, Pfannenbrötchen finde ich auf jeden Fall cool. Ja. Die Soße ist soweit fertig. Wir haben ein bisschen zu viel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist deutlich mehr, als wir brauchten. Wir bräuchten eigentlich nur so einen Klecks, ehrlich gesagt. Aber ist ja nicht schlimm. Lieber haben als brauchen. So, dann machen wir uns doch noch mal ein paar Würstchen dazu. Da hat aber jemand seine Schnauze im Wind, sagt euch. Die Würstchen sind soweit auch fertig, das heißt alle drei, ja, alle 1, 2,
drei Komponenten sind jetzt fertig und jetzt führen wir die Interessensgruppen einfach mal zusammen und schauen, was passiert. Das ist ja nicht immer ganz so einfach in unseren heutigen Zeiten. So, erstmal Feuer aus, weil sonst geht noch irgendwas schief. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja mit Vorsicht und Bedacht im Wald haben unsere Zeit verbracht. So. Unsere Basis. Lecker Pfannenbrötchen mit Waldbeilage. So. Ist nicht schlimm, ist nichts Giftiges. Manchmal vielleicht nervig zwischen den Zähnen. Und jetzt hauen wir uns die Würstchen dazu. Das ist dann jetzt erstmal unser völlig gesunder Teller mit ganz viel Gemüse. Und jetzt kommt noch ein bisschen Soße dazu. Fantastisch, mehr brauchen wir gar nicht. So, das ist unser leckerer Teller. Jetzt lassen wir uns mal gut gehen. Ein bisschen Brötchen und dann schön ein bisschen in die Soße rein. Vollkommen ungesund. Komplett improvisiert. In einem Edelrestaurant wäre ich mit der Anrichtung nicht Chef geworden. Aber ich finde es lecker. Du willst auch was, ne? Schon weg oder was? Kriegst noch ein Stück Brötchen. Das war's auch schon für dieses kleine Video. Ein bisschen entspannt kochen. Es muss nicht immer alles perfekt hier draußen funktionieren. Hauptsache, es schmeckt dir und du entspannst dich und hast Spaß hier draußen. Denn in den Wald gehen und dort seine Zeit verbringen, das gibt einem schon die Energie zurück, die man sonst im Alltag vermisst, vor allen Dingen, wenn man in einer Stadt wohnt. Ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Ich sage auf jeden Fall bis dahin und tschüss, tschüss.